Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Republic of Pirates hier bei Let's Splinter. Freue mich, dass ihr dabei seid. Wir haben ein paar Probleme zu lösen. Es gibt Differenzen und Disharmonie. Das ist hier schon einige Zeit bei mir oben rechts in der Quest entsprechend am Auftauchen. Und heute wollen wir uns mal drum kümmern. Das bedeutet, wir gehen in diese Probleme, die wir auf unseren Inseln haben, rein. Nicht aber, ohne euch zu sagen, wir haben einiges vor. Insbesondere die problematische Seilproduktion, auch noch den Rum anzufeuern, damit das wirklich mal ein bisschen auf bessere Beine kommt. Wir haben bei der Zuckerplantage hier hinten, denn auf Hell's Gate Island seht ihr, ist die Zuckerproduktion auf 150% gesteigert. Das Problem, dass die Lagerkapazität ausgeschöpft ist. Ich weiß nicht genau, ob wir durch eine weitere Rumbrennerei, die hier bei 100% ist, ob wir dadurch noch besser vorankämen, weil dann mehr Zucker verarbeitet würde. Ich befürchte bzw. erhoffe mir dadurch, dass das tatsächlich der Fall ist. Und insofern gehe ich hier auf die nächste Rumbrennerei und würde die gerne hier unten hinpacken, denn hier ist eigentlich ein ganz guter Ort dafür. Ich werde darüber hinaus einen Weg setzen, damit die angeschlossen ist, ganz klar. Und dann steigen wir mal ein in dieses Spiel und in die nächste Folge. Gucken, dass wir hier die Leute hinbekommen. Das ist natürlich noch gar keine Effizienz. Und ich glaube, dass wir hier noch eine Hütte hinpacken. Wobei dann auch die Frage sein wird, denen fehlt es an einigen, sehen wir hier an der Hütte, zum Beispiel am Marktplatz, ob wir hier noch einen hinsetzen außerhalb, damit die dann noch entsprechend zufrieden sind und abgedeckt sind. So, dadurch bekommen wir so langsam die Effizienz hier rein. Ihr seht, uns fehlen 12 Hilfsarbeiter. Ist die Frage, ob wir noch welche dazu nehmen. Da ist auch bisher nur einer drin. Das sinkt natürlich, oder beziehungsweise hält die Steuern und das Einkommen relativ gering. Hier sind es 6 von 10. Ich glaube, wir tun gut daran, hier einen Marktplatz zu setzen. Das müsste, jetzt muss ich gerade mal gucken, den suche ich, glaube ich, immer. Das ist das Bordell. Das ist der Marktplatz. Ist die Frage, ob wir hier hinten nochmal einen hinpacken. Könnt mir vorstellen, dass hier noch ein Dreierpack hinkommt an Häusern. Das heißt, wir ziehen hier den Weg hoch. Und dann hier rum. Und dann können wir auch da noch zwei Hütten hinsetzen. Und dann sind die eigentlich ganz gut angeschlossen. Dann ist der Marktplatz da, dann fehlt es nur an den Seilen. Da sind wir auch dran. Ja, schon bekommen wir die Nachricht. Wir haben kaum noch Seil. Und wir sind leicht im Minus hier tatsächlich, was unsere wirtschaftliche Situation anbelangt. Guter Zeitpunkt, um zu kämpfen, will ich fast meinen. So, und dann sehen wir hier, die Produktionseffizienz steigt. Und wir gucken, wie sich das auf den Rum auswirken wird. Seile, ja, immerhin mal 3 und nicht 0. Okay, doch wir kümmern uns um was anderes. Wir haben nämlich Differenzen und Disharmonie. Mehrere müde Arbeiter stehen beieinander und beschweren sich über die Arbeitsbedingungen. Es sieht so aus, als ob daraus ein Mob werden könnte. Wir sollen vorübergehend, das ist das Gute daran, die Produktionseffizienz von Lehmgruben und Segelmachereien senken. Das sollte das Problem lösen. Mal gucken, wie sich das aus, oder wie das dann entsprechend ausschlägt. Gerade mal gucken, die Lehmgruben, ich will, bevor ich das Ganze mache, mal gerade schauen, haben wir hier Lehm? 110%. Mal schauen, ob hier irgendwas passiert. So, wir nehmen das an. Okay, und das hat gar nichts verändert in dem Moment. Zumindest nicht in der Anzeige. Aber damit haben wir eine Anfrage durch. Okay. Der Rum ist noch nicht wirklich in der noch nicht gelöst. Wir werten hier mal alles auf. Ah, dann sind wir dick im Plus hier. Okay, das war nur kurzfristig das Minus. Gucken mal, ob wir hier irgendwo... Ah, hier können wir sogar aufwerten. Sehr schön. Hier noch nicht ganz. Ja, das ist die Frage, ob ich noch eine Zuckerplantage reinnehme. Aber ich glaube, Zucker haben wir einfach genug, ne? Wobei, die produzieren bei 250% momentan. Kommen die denn hinterher? Wie viele brauchen wir von den Rumbrennereien, um hier wirklich voranzukommen? 2 von 55. Seile immer noch zu wenig. Das bedeutet eigentlich auch, dass wir auf Red Island, wo wir die Hanfproduktion so stark haben, eventuell auch nochmal eine weitere Hanfplantage setzen sollten. Jetzt haben wir hier, da ist die Seilerei. Ach, ich glaube, wir setzen hier wirklich noch eine, gucken hier mal gerade. Gehen auf die Bedürfnisse. Nehmen noch eine Hanfplantage dazu. Wir nutzen hier wirklich das Maximum aus, werten direkt auf und nehmen die Hanfsetzlinge dazu. Und damit sind es schon mal 40.
Das hier vorne mir auf jeden Fall Platz. So, jetzt sind wir bei 72. Okay, damit ist das gelöst. Die produzieren. Und weil die so stark produzieren, gehen wir natürlich auch auf die Seilerei. Die würde ich nur gerne auf die andere Seite packen. Dann können wir da nämlich noch eine hinsetzen. Dafür brauchen wir einfache Arbeiter. Es fehlen uns hier auch welche, da müssen wir nachbessern. Dann kommen Hütten dazu. Wo sind denn hier die Märkte? Boah, der kommt relativ weit, der Markt, ne? Ja, dann gibt es gute Gründe, hier hinten einfach Hütten hinzusetzen. Gerade mal schauen. Hier drüben? Na, warum denn nicht? Nehmen hier ein bisschen von der Produktion. Ist aber nicht so sonderlich schlimm, wie ich finde. Was fehlt denen? Der Marktplatz ist da. Fisch und Seile, klar. Ah, das ist beides relativ dünn. Nach wie vor. Werten hier direkt auf. Und sobald der Bedarf gedeckt wird, wird hier auch entsprechend alles ansteigen. Hier brauchen wir noch 31 Hilfsarbeiter. Wir gucken uns unsere Insel mal an. Auf Hell's Gate ist alles okay. Auf unserer Hauptinsel, die wir schon gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm haben, wo wir jetzt aber die Differenzen und Disharmonie gleich zu beachten haben, haben wir definitiv genug Hilfsarbeiter. Ist die Frage, ob wir bei den Segelmachern, aber wir können hier mal aufwerten, und bei der Baumwollplantage nochmal dran können. Wie sieht es denn mit den Segeln aus? Oh ne, das ist okay. Segel haben wir genug. Momentan. Hier ist das Lagerhaus. Und dann würde ich mal sagen, gucken wir uns mal die Probleme auf Galley Island an. Eine schmutzige, mittellose Frau, umgeben von mindestens 5 kleinen Kindern, beklagt sich über den Mangel an Nahrung und Kleidung für ihre Kleinen. 15 Stück Fleisch und 15 Kleidungsstücke bereitstellen. Haben wir die? Das ist eine gute Frage. Haben wir Kleidung? Gerade mal schauen. Eisenerz, Stahl, Zucker, das ist es definitiv nicht. Bedürfnisse. Hier, Kleidung, 15, doch haben wir. Und 15 Fleisch haben wir auch. Woher haben wir denn die Kleidung? Haben wir da schon was gebaut? Nun denn, aber genau das machen wir. Das löst unser Problem. Jetzt haben wir nur natürlich keine Kleidung mehr. Habe ich die irgendwo errichtet? Was ist der Segelmacher? Reparaturstation, Taverne. Ich bin mir nicht sicher, aber wir suchen jetzt nicht danach. Für den Moment ist das okay. Hier in der Sägemühle können wir es mal aufwerten. Und hier auch. Die Holzfällerhütte. Für die Effizienz um Holz. Gerade mal gucken. Zwischenprodukte, Baumaterialien. Ziegel, Stahlträger, Bauholz. Das ist okay. Bin ich zufrieden mit momentan. Wir sammeln mal ein bisschen was ein vor der Küste. Und dann sehe ich schon oben rechts, ihr seht den roten kleinen Punkt, dass wir ein weiteres Mal, oh, hier können wir noch schön was einsammeln, ein weiteres Mal zu Dissonanzen gerufen werden. Wahrscheinlich hier auf Fair Island. Oh, wo uns tatsächlich auch 100 Lohnarbeiter fehlen für die Produktivität. Das ist nicht wenig. Insofern gehen wir hier mal drauf und gucken, wo die Hütten sind. Was fehlt da? Der Marktplatz kommt nicht ganz hin. Ernsthaft? Naja, Versorgungsgrad ist nicht perfekt. Aber das ist wirklich ein Thema? Das verwundert mich ehrlicherweise ein bisschen. Aber dann setzen wir hier hinten halt noch einen. Daran soll es nicht scheitern. Hier noch einen hin. Ziehen hier die Straße lang und setzen dann hier auch entsprechend weitere Hütten. Ganz klar. Ach, schade, dass hier nicht noch eine weitere hinpasst. Nehmen wir, wie es ist. Dann ziehen wir hier schon mal einen Weg rein. 125 Lohnarbeiter fehlen uns hier. Das ist wirklich immens. Wir müssen hier auch ganz schnell aufgestockt werden.
So, Seile 6, Rum 1. Da war mal Kurzkleidung. Das ist wirklich arg. Fisch geht ganz gut. Doch was ist hier das Problem? Ein verärgerter älterer Herr mit einem Buckel und nur einem Bein beklagt sich über die quälend langen Strecken, die er humpeln muss, um zu den Annehmlichkeiten der Insel zu gelangen, und wünscht sich, dass es mehr davon gäbe. 5 Depots auf allen Inseln gebaut. Achso, wir haben die schon gebaut. Damit ist das Problem gelöst? Ja, sehr schön. Isabella hat mir von den guten Neuigkeiten erzählt. Sie haben es nicht gehört. Das Gerede von Uneinigkeiten ist verstummt. Sehr schön. Jemand, dem sie geholfen haben, hat sich sogar gemeldet und uns Informationen über ein Schiff des britischen Westindien, der britischen Westindien-Kompanie gegeben, das eine interessante Fracht transportiert. Entwürfe von Kanonen. Oh, wir sollen ein Schiff versenken, der britischen Westindien-Kompanie. Na super, und wo ist das? Gegnerisches Schiff. Tja, die Frage ist, welches Schiff ist es? Und wie finden wir das jetzt? Das ist eine Bark. Kommt was Erstklassiges daher? Französische Kompanie. Der amerikanischen Inseln. Das ist es schon mal nicht. Tja, die Frage ist, wann finden wir es und wo kommt es lang? Und kommt es immer wieder? Wir haben unsere Schiffe natürlich auch sehr dezentral. Die britische Westindien-Kompanie. Nun denn, Red Island fehlen noch ein paar, ich wiederhole, ein paar normale Arbeiter. Schade, dann müssen wir hier nochmal wohl eine Hütte hinsetzen. Na, wobei, das hier war jetzt wirklich blöd. Das müssen wir nochmal abreißen. Und dann nochmal neu setzen. Dann ziehen wir lieber hier den Weg hinten rum durch, weil dann können wir hier 3 Hütten nochmal hinbauen. Das sollte unser Problem lösen. Markttechnisch sind wir hier gut versorgt, so scheint es mir. Aus irgendeinem Grund ist der Anschluss hier... Ah, nee, hier ist noch ein Markt. Ja, dann ist ja zu Recht natürlich hier oben sehr gut. Seile und Rum bleiben trotzdem ein Problem. Kann man nicht anders sagen. So, und irgendwo wird uns das Schiff angezeigt. Kann das sein? Gehen hier mal mitten rein. Irgendwo hier oben. Ach so, hier sieht's. Ah, es liegt ja vor Ort. Okay. Gut, das ist eine Bark. Er hat eine 195er Feuerkraft. Und die ist hier oben. Wie sind wir hier ausgestaltet? Gerade mal schauen. Mit 3 Schiffen kommen wir nicht so ganz weit. Ah, ich habe das Spiel pausiert. Gut, lassen wir das mal weiterlaufen. Jetzt muss ich mal gerade schauen. Das ist hier oben. Wow, was kommt denn hier lang gefahren? Erstklassige französische Kompanie. Ja, die sind natürlich unfassbar stark. 715er Feuerkraft. Wenn wir uns damit anlegen wollen würden, keine Chance. Ich würde sagen, dann verstecken wir uns hier und holen noch ein paar andere Schiffe dazu. Am liebsten die 2 von hier. Und lassen die mal gerade hinfahren. Ihr seht das unten in der Minimap. Das geht ganz gut. Ist schnell gelöst. Sind wir mit 5 Schiffen vor Ort? Das müsste eigentlich passen. So. Frage ist jetzt, alle von einer Seite oder fahren da mal rüber? Und die von hier hinten? Ich glaube, wir werden ja nicht attackiert, weil das neutral ist. Und dann mal bitte los. Und das sieht doch sehr gut aus. Von 2 Seiten, das kann das Schiff nicht überleben. Und wir haben keine Verluste zu verzeichnen. Ausgezeichnet.
Differenz und Disharmonie sind abgeschlossen. Und sehr gut. Es ist uns gelungen, die Entwürfe von dem Schiff der Handelskompanie zu bergen, bevor es in die Luft gesprengt wurde. Den Briten werden ihre Pläne fehlen. Dafür können wir mit dem Bau neuer Kanonen beginnen und sie für zukünftige Werftprojekte anpassen. Sehr, sehr gut. Gut, dann schnappen wir uns hier noch den Inhalt. Es wird noch ein bisschen was sein. Ja, Bauholz und Dublonen nehmen wir gerne mit. Und wir fahren hier wieder in unsere Häfen zurück. Auch mit diesen drei Schiffen geht es entsprechend wieder vor Anker von Fair Island, wo immer noch die Arbeiter fehlen. Wie ist denn jetzt hier die Situation? Ja, hier können wir aufleveln, das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Gerade mal schauen. Schotterweg aufwerten ist hier. Wir werten auf, was aufzuwerten geht. Das ist einiges tatsächlich. Die Holzfällerhütte hat ein Problem. Was ist es? Na, jetzt doch nicht mehr. Effizienz ist ein bisschen eingebrochen. 50% nur. Ich hier natürlich wild drumherum gebaut habe, war nicht ganz ideal. Können wir im Zweifelsfall nochmal umsetzen. Ja, das Stahlwerk wird jetzt natürlich besser. Wir haben ein Stahl. Das ist wenig. Jetzt haben wir zwei. Okay. Aber jetzt haben wir in Fair Island auf jeden Fall die verfügbaren Lohnarbeiter. Das passt jetzt richtig gut. Das freut mich. Wie sieht's auf Red Island aus? Auch alles okay. Galley Island war sowieso in Ordnung. Und Hell's Gate. Hey, wir haben alles geschafft. Wir haben nur 510 Lohnarbeiter zu viel auf Hell's Gate Island. Können wir mal nochmal dran, zu gegebener Zeit. Frage ist, ob wir hier aufwerten wollen? Ich glaube nicht. Hier sind Lehmvorkommen, das könnten wir noch nutzen. Unverständlich, dass ich hier noch keine Lehmgrube gesetzt habe. Und da brauchen wir ja genau die Arbeiter für. Eigentlich perfekt. Und dann auch die Ziegelei. Kommt natürlich direkt hier unten hin, wird aufgewertet. Und die Arbeiter sind vorhanden. So, und dann sollen wir eine Kanonenwerkstatt bauen. Und da schauen wir mal, was das alles benötigt. Eine Holzfällerhütte. Sorgt für Holzkohleofen, Eisenmine, Hochofen und dann die Kanonenwerkstatt. Okay. Wir denken jetzt mal rückwärts. Was brauchen wir? Wir brauchen Holz. Und wir brauchen Eisen. Frage ist, wo gab es Eisen? Eisenerz gab es hier oben auf Fair Island. Ah, und tatsächlich hier unten auf Hell's Gate Island. Und das ist wirklich cool, weil wir so viele Lohnarbeiter haben. Ja, dann würde ich doch mal behaupten. Guckt mal, wir brauchen nämlich schon 150 Arbeiter, 200, 210, 95 normale. Das können wir hiermit komplett abdecken. So, dann wollen wir das mal irgendwo klug hinplatzieren. Ich würde sagen, wir machen das einfach hier oben. Wir setzen hier noch einen Holzfäller hin. Und mal schauen, das sind 153% insgesamt. Ah, so ist es noch mehr, wenn wir den einfach auf die andere Seite setzen. Packen wir den an, werten sofort auf. So, dann der Holzkohleofen. Lassen wir hier die Möglichkeit, einen Weg reinzuziehen. Sollte alles nah beisammen sein. Werten das natürlich alles sofort mit dem Materiallager auf. Dann die Eisenmine. Oh, wo haben wir denn hier Eisen? Oh, hier oben. Okay, dann ist es wirklich blöd. Dann ist das doch nochmal ein Abriss wert. Dass hier oben nochmal Wald geholzt wird, ist kein Problem. Aber dann muss ich hier hoch natürlich. Das habe ich nicht bedacht. Gehen wir dran. Ziehen den Weg hier hoch. Ich baue zuerst mal jetzt in dem Moment einen Moment die Eisenmine. Ich glaube, wir machen schon beide. Wir nutzen beide. Dann den Weg entsprechend davor entlang. Werten die sofort auf.
Arbeiter kommen sofort. So, und dann. Wir brauchen eine Holzfällerhütte in der Nähe. So ist sie nicht wirklich produktiv. Wenn wir sie hier hinpacken, sind wir bei 100%. Können die aber auch hier oben hin tun. Machen so, dass wir 100% haben. Na, so ist doch wunderbar. Noch einen Weg dahin. Dann bekommen wir tatsächlich die Kanonen zum Laufen. Sehr, sehr gut. Auch sehr wichtig. Effizienz von Holz auf Hell's Gate Island übrigens um 110% gesteigert. Sehr wichtig auch. So, das haben wir. Und immer noch haben wir genügend Arbeiter. Das ist halt das mega Gute daran. Und wir behalten den Überblick. Den Holzkohleofen können wir eigentlich hier zwischenpacken. Wobei, den brauchen wir in Bezug aufs Holz, ne? Im Hochofen wird aus Eisen und Kohle Stahl erzeugt. Na, das Ding hier oben hin. Die Kanonenwerkstatt könnten wir sogar noch dazwischen packen. Oh, wir haben nicht genug Materialien. Uns fehlen tatsächlich Ziegelsteine. Müssen wir ein bisschen warten. Und dann setzen wir in der Zwischenzeit noch die... Was ist es denn? Den Holzkohleofen. Ja, ich glaube, den haben wir noch nicht. Wir haben nur den Hochofen gebaut, ne? Ja. Uns fehlen tatsächlich die Ziegel. Na dann. Warten wir mal drauf. Gerade mal schauen. Ziegel. Eine Ziegelei hier. Oh, dann können wir mal aufwerten. Jetzt wird hier natürlich produziert. Also lässt relativ langsam da ab. Aber dann warten wir das entsprechend ab. Wir gehen hier mal ein bisschen vorwärts. Die Produktion läuft ja auf 100%. Aber wobei, es dauert, ne? Halbe Minute. Das ist schon nicht wenig. Es lohnt sich eventuell zwischendurch ein bisschen zu kämpfen. Und ein paar Schiffe zu reparieren. Wir gucken mal, was vorbeigefahren kommt. Die sind zu stark, definitiv. Oh, hier, die könnten wir doch mal attackieren. Kommen sicherlich in unsere Richtung. Stellen wir uns in den Weg und ziehen die dann hier runter zu unserer Insel, weil wir da die Verteidigungstürme noch haben. So kann man sich die Zeit auch totschlagen. So, dann kommt uns mal hinterher, bitte. Jetzt sind unsere Türme nämlich auch dabei. Oh, und jetzt klappt mein kurzer Kniff nicht hier. Jetzt aber. Das hat ein bisschen gedauert. Und das hat am Ende dann doch gereicht. Etwas teuer für das eine Schiff. Wir reparieren für, wow, 500. Wow, das war dann doch sehr teuer. Und 5 Bretter. Aber wir haben mehr Ziegelsteine wieder. Es sind 7. Die anderen Produktionen laufen ja auch. So, wir drehen zurück. Ja, dann würde ich gerne erstmal die anderen. Erstmal den Holzkohleofen setzen. Den packen wir hier hin. Und dann fehlt mir noch die Kanonenwerkstatt. Na, wo wir wieder ein paar von brauchen. Es zieht sich ein wenig. Holzkohleofen aufwerten machen wir dann. Erstmal will ich die Gebäude am Laufen haben. Aber das läuft gut an. Und vor allen Dingen können wir unsere Lohnarbeiter hier gut reinbringen. Alles einwandfrei. Warum ich die Schiffe hier unten habe, wir können die auch hier hinstellen. Damit wir uns bei einem Kampf besser verteidigen können. Und wir gucken mal, können wir hier reparieren? Ja, tatsächlich. Wie geht's unseren anderen Verteidigungstürmen? Galley Island ist perfekt. Dem Schiff geht's nicht ganz perfekt, das haben wir auch gelöst. Hier oben ist auch alles okay. Sehr schön. Dann zurück zu unserer Produktion. So, 7 Stück. Es sind nicht mehr viele.
Kanonenwerkstatt. Die soll eigentlich prominent sitzen. Aber vielleicht packen wir sie einfach hier zwischen. So, da sind 10 von 10. Die Kanonen sind ein wahrer Augenschmaus. Lasst uns diese Schönheiten auf ein paar neue Schiffe verladen. Ja, natürlich. Das machen wir. Auf eine neue Bark. Aber erstmal brauchen wir ein bisschen was. Produktivität geht hoch, weil die Arbeiter natürlich jetzt dazukommen. Können noch ein paar Hütten setzen. Die einfachen Arbeiter werden uns nämlich ausgehen. Gerade mal gucken, was mein Lieblingsthema macht. Oh, Seile sind wieder okay, aber Rum ist noch ein Thema. Und Rum haben wir ja hier immer noch nicht so wirklich on top. Die Rumbrennerei können hier natürlich noch eine hinsetzen. Drehen die hier hin. Ziehen einen Weg hier lang. Bretter haben wir zum Aufwerten. Ah, und da fehlen uns jetzt die Arbeiter. Okay. Das bekommen wir hin. Einfache Hütten direkt hier neben. Denken dran, das sind immer nur 10. Brauchen wir hier den Weg. Dann müsste sich das Problem eigentlich gleich ganz gut lösen. Überlegen, ob wir hier noch einen Fischereihafen dazu nehmen. Was ist hier das Thema? Dann fehlen ein paar Arbeiter. Neue Lagerkapazitäten sind eigentlich voll. Das ist ganz gut. Da ist die Frage, ob wir... Jetzt muss ich mal gerade schauen. Ein Lagerhaus nochmal dazu nehmen. Alle Materialien um 5 erhöht, wenn wir das Lagerhaus setzen. Ah, uns fehlen aber da noch 17 Ziegel. Okay, ja, da muss ich dran denken in der nächsten Folge. Haben wir schon eine Kanone? Sieht mir nicht ganz danach aus. Gerade mal schauen. Wir sind bei 100%. Doch, es könnte gleich die erste da sein. Gerade mal schauen, was jetzt passiert. Haben wir jetzt eine Kanone? Also auf jeden Fall haben wir wirtschaftliche Probleme, sehe ich gerade. Aber es relativiert sich hier wieder. Aber wir sind mal bei 14.000 oder so gewesen und früher mal bei ein paar 20.000. Das müssen wir echt im Blick behalten. Wenn wir pleite gehen, haben wir ein richtiges Problem. So, und was ist das Thema jetzt hier? Produktionsdauer, eigentlich müssten wir doch jetzt Kanonen besitzen. Gerade mal schauen. Wir gehen mal nach Galley Island zu unserer Werft. Die wir irgendwie nicht... Doch, wir können sie anklicken. Bauen eine... Was? Eine Bark sollen wir bauen. Um Himmels Willen, wir brauchen dafür 5 Kanonen. Die haben wir definitiv noch nicht. Okay, dann müssen wir da noch ein bisschen warten. Wo wollen wir hin? Was wollen wir tun? Kurzer Überblick. Wenn ich hier über die Berge komme. Aber wir können eigentlich jetzt hier die Kapazitäten aufleveln. Dann wollen wir genau das nämlich machen. Wir werden... Ne, hier war's. Genau, wir werden beim Holzkohleofen das Baumateriallager aufwerten. Doppelt. Oh, und was mir gerade auffällt, wir können das Spiel übrigens weiterlaufen lassen. Uns fehlt hier ein Depot. Das müssen wir auf jeden Fall noch dazu nehmen. Denn sonst wird hier gar nichts an der Stelle... Ja, guck mal, jetzt transportieren die hier 4 Kanonen rüber. Wir haben schon 4 Stück gehabt. Okay, das ist natürlich elementar, dass das Depot in der Nähe ist, ganz klar. Jetzt müsste uns das auch hier bei den Schiffsmaterialien angezeigt werden. Nee? Okay, wo wird das angezeigt? Gerade nochmal auf Pause. Weil jetzt müssten die ja eigentlich da sein. Hier sind 4 Stück, das ist ganz klar. 4 Kanonen. Ah doch, okay, da oben sind sie. Als zweites. 4 von 55 und jetzt sogar noch eine, glaube ich. Gerade mal schauen, ob die dazukommt. Nee, was? Ah, die transportieren auch andere Dinge hin und her. Die holen sich jetzt alles Mögliche. Ja, ziemlich gut auf jeden Fall. Diese Produktion läuft jetzt hier munter an. Ganz, ganz munter. Ich bin sehr zufrieden. Womit ich übrigens jetzt auch zufrieden bin, ist die Seilproduktion. Die hat angezogen. Was noch ein bisschen fehlt, ist immer noch Rum. Ich weiß nicht, ob die jetzt hier erstmal die ganzen Bedarfe abdecken. Weil es hat ja an einigen Stellen was gefehlt.
für die Zufriedenheit zum Aufleveln. Können hier zum Beispiel mal schauen, wir könnten jetzt hier sicherlich aufwerten, aber wir sind hier knapp mit den Hilfsarbeitern und haben so viele Lohnarbeiter, sodass ich hier jetzt die weiteren Gebäude erstmal nicht aufstocken werde. Wir lassen das erstmal. Rum ist noch knapp, das ist keine Frage. Kleidung übrigens auch, da müssen wir dran. Wir haben einen Ausstatter, wir können uns das mal angucken, indem wir hier unten einfach draufklicken und dann auf Kleidung gehen. Dann sehen wir den einen Ausstatter auf Red Island. Den können wir übrigens mal aufwerten. Und dann schauen wir, wie gut der zurechtkommt. Der braucht relativ lange. Da können wir auch nichts dran machen. Das Hanf ist hier halt gut in der Produktion. Vielleicht holen wir uns noch einen weiteren Ausstatter hinzu. Gerade mal schauen. Hier ist es bei den Bedürfnissen entsprechend. Boah, wo packen wir den denn noch hier auf Red Island hinzu? Drehen das Ganze mal. Eigentlich dachte ich, ich könnte mit R drehen für Rotation. Einen Moment. Ja, die Taste scheint es tatsächlich nicht zu geben. Ich hatte das Gefühl, dass ich es gedreht hatte der Tage. Uns fehlen die Steine dafür. Gut, dann warten wir da noch drauf. Gerade mal schauen. Baumaterialien, Ziegel, noch ein einziger. Dann mache ich das offscreen und wir sehen uns in der nächsten Folge von Republic of Pirates wieder. Es wächst und gedeiht, unser Archipel. Und mir macht es immer noch großen Spaß und ich freue mich, dass ihr zuschaut. Insofern bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.